Hallo, mein Name ist Verena Petro. Ich war im letzten Jahr für die interne IT bei der Salzburg AG tätig und seit Anfang des Jahres darf ich bei Telekom Technologies die neue Business Unit in der Salzburg AG aufbauen. Ich arbeite sehr gerne in der Technik, weil ich liebe einfach die täglichen Herausforderungen, diese tägliche Schnitzeljagd, die neuen Herausforderungen. Jeder Tag ist anders. Wenn ich in der Früh ins Büro komme, weiß ich einfach nicht, was auf mich zukommt. Und ich liebe es, mich diesen Herausforderungen gemeinsam mit den Kollegen zu stellen und Probleme zu lösen für unsere Kunden. Mein Arbeitstag schaut eigentlich nicht viel anders aus wie für einen anderen im Unternehmen. Und zwar die Salzburg AG hat sich ja mit Anfang des Jahres neu ausgerichtet. Wir bauen eine neue Business Unit auf, Telekom Technologies. Und ich darf zusammen mit den Kollegen diese Business Unit aufbauen. Wie stellt man sich das vor? Natürlich auch Corona-bedingt ist der Tag jetzt ziemlich durchstrukturiert. Wir müssen mit den neuen Herausforderungen umgehen. Also aktuell, gerade in der Startphase mit der neuen Business Unit, sind wir sehr viel in Besprechungen. Wir müssen sehr viel mit den Leuten reden, mit den Leuten interagieren, damit sie verstehen, was jetzt wichtig ist in der neuen Business Unit, was wir brauchen und dass wir da im Tagesgeschäft auch weiterkommen. Also zur Telekom-Technik gehören sehr viele Bereiche. Die ganzen Standard-Cable-Link-Produkte, wir haben kabelgebundene Produkte, wir haben Business-Anschlüsse für unsere Firmenkunden, wir haben Funkanbindungen für Bereiche, wo nur aktuell KV-Kabelung zur Verfügung steht, aber auch zusätzliche Dienste, die wir für unsere Kunden anbieten wollen, damit sie ein sicheres, schnelles, cooles Internet kriegen. Na, die Telekom-Technik ist sehr weitschichtig. Im Prinzip bauen wir das Netzwerk für ganz Land Salzburg. Also das kann man sich vorstellen wie im Büro oder wie zu Hause im Wohnzimmer. Nur machen wir dasselbe für ganz Salzburg und knüpfen natürlich an das weltweite Internet an, damit unsere Kunden auch weltweit surfen können. Natürlich wäre es auch super, wenn sich mehr Frauen trauen würden, in diesen Bereichen zu arbeiten. Ich bin ja gern bereit, Frauen in diesem Bereich zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln, dass ich ihnen erkläre, was so besonders ist an diesem technischen Umfeld, weil es macht wirklich sehr viel Spaß, damit die Männer zusammenzuarbeiten. Und ich kann mich erinnern, Computer haben mich immer schon fasziniert, war ein spannendes Thema und habe mich dann entschlossen, eine technische Ausbildung zu machen und bin auch immer bei dem geblieben. Und rückblickend muss ich sagen, es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, diese technischen Herausforderungen, dieses Unerwartete arbeiten zu dürfen. Ich arbeite besonders gern bei der Salzburg AG wegen den Menschen. Und zwar, weil es sehr viele unterschiedliche Charaktere gibt, weil es mich täglich fasziniert, wie sie sich persönlich für das Unternehmen einsetzen, wie sie sich persönlich für die Kunden einsetzen. Und es freut mich, wenn ich Teil dieser Menschen sein werde.